tongue. He is Dovahkiin. Dragonborn. Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder bei Kilians Pokémon Lexikon dabei seid. In der heutigen Folge stelle ich euch eins meiner Admurais vor. Admurai ist die Weiterentwicklung von Otaru und Swadronin und hat wie diese einen Mono-Wasser-Typ, was ihm eine Schwäche gegen Elektro und Pflanze und eine Resistenz gegen Feuer-, Wasser-, Stahl- und Eisattacken gibt. Admurais Basiswerte sind an sich erstmal sehr solide. Er hat zwei gute Angriffswerte, viele KP und eine recht ordentliche Verteidigung. Initiative und Spezialverteidigung sind leicht unterdurchschnittlich, aber immer noch brauchbar. Es lassen sich auf jeden Fall viele verschiedene Sets damit spielen. Heute möchte ich jedoch nur mal auf eins davon eingehen. Die EV verteilen wir voll in Spezialangriff und Initiative, die letzten vier in den Angriff. Als Wesen nimmt man wahlweise Scheu, Naiv oder Hastig. Als Fähigkeit kommt Panzerhaut ganz gelegen, da man somit nicht mehr gekrittet werden kann. Das Set funktioniert allerdings mit Sturzbach immer noch genauso gut. Als Attacken nimmt man hier Hydropumpe, Eisstrahl, Kraftkoloss und Vielender. Hydropumpe ist die Step-Attacke in diesem Set und verursacht eine Menge Schaden. Eisstrahl gibt eine gute Coverage gegen Pflanze und Drache. Kraftkoloss und Vielender geben Admurai noch physische Coverage, die wegen ihrer enormen Stärke auch ohne Angriffsinvestment und sogar mit einem Minuswesen noch ordentlich Schaden machen können. Die Attacken helfen Admurai an speziellen Walls wie Hytyra oder auch an Pokémon wie Viscogon, Empoleon oder Meloetta mit Offensivweste vorbeizukommen. Als Item für dieses Set nimmt man entweder einen Lebenorb oder eine Offensivweste, je nachdem, ob man lieber mehr Schaden macht oder lieber etwas mehr aushalten will. Der Lebenorb ist in den meisten Situationen allerdings sinnvoller. Dieses Admurai-Set lebt vom Überraschungseffekt. Man wirft es irgendwo rein, wo es mit seinen speziellen Attacken viel Schaden anrichten kann und haut auf gut Glück einfach mal drauf. Wenn der Gegner jetzt eine spezielle Wall reinwirft, kann man ganz einfach mit seinen physischen Attacken draufhauen. Die kommen für den Gegner oft überraschend und führen oft zu einem eventuell spielentscheidenden K.O. Wenn ihr Kraftkoloss nutzt, müsst ihr allerdings aufpassen, da ihr nach Anwendung -1 auf Angriff und Verteidigung bekommt. Eure speziellen Attacken sind davon zwar unbeeinflusst, allerdings machen Vielender und Kraftkoloss nicht mehr so viel Schaden und ihr lauft außerdem Gefahr, von physischen Attacken gewonnen zu werden oder zumindest enormen Schaden davon zu nehmen. Wechselt nach einem Kraftkoloss also bei Bedarf aus. Da Admurai jetzt auch nicht sonderlich schnell ist, ist es außerdem weniger dazu gedacht, sich mit Sweepern anzulegen, sondern viel eher Tanks oder einseitige Stoller auf ihren schwächeren Verteidigungen hart zu treffen. Er kann zwar auch einen Sweeper rausnehmen, weil er genug aushält, um neutrale Attacken wegzustecken und anschließend zurückzuhauen, allerdings sollte man das nur machen, wenn ihr Admurai nicht mehr braucht, da es anschließend stark geschwächt ist. Dieses Admurai freut sich im Übrigen über jeglichen Support, den ihr ihm geben könnt. Tarnsteine und Stachler geben Switch-ins vom Gegner immer ein schönes Willkommensgeschenk. Klebenetz ermöglicht es Admurai auch, die meisten Sweeper zu überholen und hinter Dual-Screens hat der Gute mehr Zeit zum Schaden drücken. Speziell, weil Gegner wegen der Panzerhaut nicht mehr durch den Screen kritten können. Ein Cleric und ein Wish-Support sind auch nie verkehrt und ein Spinner für alle Fälle kann auch nie schaden. Das war's aber von meinem Mixed-Admurai-Set und jetzt seid ihr wieder dran mit Aussuchen.